Krise der öffentlichen Gesundheit kann von Präsident Vizcarra nicht länger verschwiegen werden. Millionen von ArbeiterInnen blieben ohne Lohn, weil sie zu den 70% gehören, die im informellen Sektor arbeiten. Stattdessen kündigte der Präsident einen millionenschweren Rettungsplan für die Banken und Großkonzerne an. Gleichzeitig erlaubte er die vollständige Aussetzung der Arbeit, sodass Tausende von ArbeiterInnen 3 Monate lang keinen Lohn erhalten werden. Ein Angriff dieser Größenordnung auf die ArbeiterInnenklasse hat es seit Präsident Fujimori nicht mehr gegeben. Und all dies mit der Komplizenschaft der Gewerkschaftsbürokratie. Die Parteien Frente Amplio und Nuevo Peru, die zur neoreformistischen Linken gehören, beglückwünschen die Regierung für die Bereitstellung gezielter Prämien, die bei weitem nicht die grundlegenden Bedürfnisse abdecken und bei weitem nicht alle betroffenen ArbeiterInnen und armen Sektoren erreichen. Wir von der sozialistischen Strömung der ArbeiterInnen haben vorgeschlagen, allen ArbeiterInnen, die von einem Tag auf den anderen leben müssen und die wegen der Quarantäne ohne Einkommen geblieben sind, ein Quarantänegehalt in Höhe der Kosten für alle grundlegenden Bedürfnisse zu zahlen. Wir fordern auch die Umstellung der Industrie auf die Herstellung von Schutzkleidung, Masken, Bettlaken, Betten, künstlichen Beatmungsgeräten und weiteren. Wir sind uns bewusst, dass die finanziellen Mittel zur Bekämpfung der Pandemie existieren. Deshalb fordern wir, dass es eine Steuer auf große Vermögen gibt. Und wir kämpfen dafür, dass die Krise diesmal nicht von den ArbeiterInnen und den Armsektoren bezahlt wird. Deshalb haben wir mit La Izquierda Diario Peru in den Dienst der Kämpfe und Forderungen der ArbeiterInnen gestellt. Und jetzt rufen wir dazu auf, den Aufbau einer Partei der ArbeiterInnenklasse, der Bauern und Bäuerinnen, der Frauen und der Jugend voranzutreiben. Eine Partei, die sich vornimmt, eine Gesellschaft zu erschaffen, die frei von Ausbeutung und Unterdrückung ist.